willkommen zu einem neuen Vlog zwischen Mittelmeer und Jordan. Wir befinden uns hier in uralten Gemäuern, genauer gesagt an einer Stelle, an einem Ort, der das erste Mal in alten Texten im 10. Jahrhundert erwähnt wurde. Und wie Sie hier sehen können, ist der Boden total feucht. Denn wir sind hier in der Nähe des See Genezareth und hier, genau an diesem Ort, gab es ganz, ganz viele Quellen. Und darum war dieser Ort schon seit frühester Zeit ein Khan, eine Karawanserei. Dieser Ort hat hier die Karawanen verbunden als Zwischenstopp, wo man sich auch ausruhen konnte, Wasser für die Tiere und für sich selber wieder auffüllen konnte. Das diente als Zwischenstopp für eine Reise von Ägypten hinüber über Syrien bis nach Mesopotamien. Das ist in vielen, vielen alten Texten ist das hier festgehalten. Und gleichzeitig, jetzt gehen wir hier mal raus, war dieser Ort auch ein kleines Dorf, vor allem von Beduinen. Und dieser Ort existierte bis 1948, bis zum Unabhängigkeitskrieg Israels oder bis zur Nakba, bis zur Zerstörung, bis zur Katastrophe, wie die Palästinenser diesen Krieg nennen. Es sollen ja etwa noch 17 beduinische Familien gelebt haben. Und wenn Sie sich hier einmal umschauen, was hier noch an den Ruinen da vorhanden ist, dann sehen Sie einfach, wie wunderschön das hier mal gewesen sein muss. Man kann das ein bisschen erahnen. Diese Gemäuer stammen zwar nicht aus dem 10. Jahrhundert, aber die dürften auch schon mindestens, na, ich würde mal sagen, 200, 300 Jahre alt sein. Jetzt gehen wir mal raus, denn mit diesem Ort verbindet sich auch noch eine ganz interessante Geschichte. Zunächst zeige ich Ihnen hier noch so ein bisschen Strukturen, da kann man hier so reingucken. Und da sieht man mal, wie mächtig diese Bauten gewesen sind, die natürlich auch alle natürlich per Hand gebaut sind und wie das die Zeit überdauert hat. Und es gibt Berichte, dass 1948 die Beduinen hier von der israelischen Armee vertrieben worden sind. Direkt nebenan gibt es mittlerweile ein Kibbutz. Aber das ist nicht das wirklich Spannende an diesem Ort, sondern das Spannende ist diese Kuppel da oben. Und da gehen wir jetzt mal hin. So, jetzt gehen wir hier diesen kleinen schmalen Pfad hoch. Und bevor ich Ihnen das wunderschöne Denkmal hier zeige, sehen Sie hier drüben den Kibbutz. Das ist Kibbutz Amiad. Und ganz hinten, Peter, versuch's noch mal zu zeigen, vielleicht sieht man das. Der weiße Berg, der ist schneebedeckt. Das ist der Hermon am Golan. Das ist eigentlich mal Syrien gewesen und 1967 erobert. Also man sieht hier diese Blütenpracht und gleichzeitig da oben Schnee. Und hier ist vielleicht ein bisschen schwierig gegen die Sonne, nochmal die Ruinen von diesem Ort, von diesem Khan, wo wir gerade eben hochgekommen sind. So, jetzt gehen wir mal weiter. Und das hier ist, was diesem Ort den Namen gegeben hat, nämlich auf Arabisch Jub Yusuf, was so viel heißt wie der Brunnen Josefs. Nach islamischem Glauben wurde hier Josef von seinen Brüdern hineingeworfen. Nach der jüdischen Tradition muss dieser Brunnen irgendwo zwischen Nablus und Hebron sein. Aber nach der islamischen Überzeugung ist das hier geschehen. Wurde er hier hineingeworfen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber auf alle Fälle ist es eine schöne Geschichte. Und man hat dann hier überhalb dieses Brunnens vor etwa 100, 150 Jahren sowas dieses kleine Ding gebaut in Erinnerung. Und jetzt bitte ich mal Mohammed, unserem Producer, dazu zu kommen. Da steht nämlich hier was auf Arabisch. Mohammed, was heißt das hier oben? Da steht Jub Yusuf, das heißt die Brunnen von Yusuf alaihi salam. Und gebaut 1318. Nach islamischer Zeitrechnung, das ist etwa 100, 150, ja, 100 Jahre her. So, und dann kann man hier nochmal einen Blick werfen auf diese wunderschöne Landschaft. Sie sehen hier im Vordergrund
künstliche Wasserponds und hier im Hintergrund den See Genezareth. Und hier eben gab es ganz, ganz viele Quellen und darum war das hier immer eine Durchgangsstation für all diese Karawanen. Das ist ein vergessener Ort. Kein Mensch kennt den. Ist völlig unbekannt. Die Leute hier nebenan im Kibbutz wissen zwar, dass das hier steht, aber was und wie weiß auch kein Mensch. Aber Sie sehen, überall hier im Heiligen Land gibt es kleine Orte, wunderschöne, kann fast schon sagen romantische Orte von der Schönheit her, die aufgeladen sind mit geschichtlicher Bedeutung. Das wollte ich Ihnen heute mal kurz zeigen, in einem sehr kurzen Blog. Einfach nur, um so einen kurzen Eindruck zu bekommen, was man hier einfach per Zufall auch entdecken kann, wenn man hier nur ein bisschen rumfährt. Wir machen zurzeit hier eine Recherche für einen großen Film, der im März in der ARD ausgestrahlt wird. Eine Reise rund um den See Genezareth. Und dabei sind wir hier drauf gestoßen. Und nun möchte ich Sie auf noch etwas aufmerksam machen. Neben meinem Videoblog, das Sie ja nun schon seit 2,5 Jahren kennen und das jeden Montag hier auf tagesschau.de immer gezeigt wird, haben wir ab dem 27. Februar noch eine Neuerung, und zwar ein tägliches Blog des ARD-Studios Tel Aviv, wo ich zusammen mit meinen Hörfunkkollegen und meinem zweiten Fernsehkollegen gemeinsam jeden Tag bloggen werde. Jeden Tag werden Sie also zusätzlich zu den Videoblogs von mir, zusätzlich zu unserer gesamten Berichterstattung in Radio und Fernsehen, auch noch hier ein tägliches Blog haben können, wo Sie erfahren, Dinge aus dem Alltag, Dinge aus der Politik, Dinge aus der Kultur, was wir vier Journalisten, die hier für Sie arbeiten, so erleben und denken. Und dieses Blog wird verlinkt sein, zunächst einmal hier auf tagesschau.de mit dem Kürzel TLV-Blog. TLV steht für Tel Aviv. Und das ab 27., sodass Sie nicht nur meinen Videoblog haben, sondern in Zukunft eben auch das tägliche Blog des gesamten ARD-Studios. Und hier nochmal ein letzter Blick auf den Brunnen von Josef.